Und dann können wir schon loslegen. Und zwar, bevor wir anfangen, der Clemens ist neu dabei. Tom, du warst ja auch schon mal dabei. Ich gebe mal kurz den Business-Tea-Knigge, damit jeder weiß, wie das heute ablaufen wird. Dazu teile ich mal kurz meinen Bildschirm. Und zwar, wer mich noch nicht kennt, obwohl mich jetzt wirklich, glaube ich, schon fast alle kennen, mein Name ist Melanie Retzlaff. Ich bin Unternehmensberater und Internetmarketer seit 2011. Ich bin die Inhaberin der Stardust Media GmbH, so heißt meine Firma einfach, und das Coaching- und Weiterbildungsprogramm Business mit Struktur. Das gibt es seit 2017. Und die Gedankenschulen, die ich verfolge, sind Smart Business Concepts, kennt ihr sicherlich, Kopf schlägt Kapital. Günter Faltin kennt ihr wahrscheinlich auch. Systems Rock kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Das ist eine Russin, die auf Englisch coacht und da geht es auch ganz stark um Systeme. Build to Sell, einer meiner besten Lieblingsbücher, Businessbücher, die für mich sehr viel verändert haben und das ganze Thema des digitalen Nomadentums. Obwohl mich das jetzt nicht ganz so stark interessiert, nur auf Achse zu sein, aber ich finde die Flexibilität ziemlich gut. Das zu mir, heute zu dem Business Tea, damit ihm jeder schmeckt. Alle Mikros sind standardmäßig auf Mute gestellt. Da sehe ich gerade beim Clemens. Ich schalte dich mal gerade kurz stumm. Warum? Weil immer wenn jemand mal hustet oder so, dann springt das Bild um. Ja, je nachdem, welches Mikro aktiv ist. Deswegen sind die standardmäßig auf Mute. Und wenn du was sagen möchtest, hebst einfach deine Hand und dann kannst du dich unmuten oder ich unmute dich und dann kannst du sprechen. Das ist quasi nicht bei jedem Geräusch, bei vielen Leuten. Wir sind heute eine relativ kleine Gruppe, da geht das, es ist nicht so schlimm, aber ansonsten springt immer das Bild hin und her. Und wenn du das erste Mal sprichst, dann stell dich bitte 30 Sekunden lang vor. Wer bist du? Wie hilfst du deinen Kunden? Und wo findet man dich im Netz? Ne? Und wenn du dich irgendwie schon öfter gemeldet hast, aber irgendwie nicht dran gekommen bist, dann kann das sein, dass ich dich übersehen habe. Bei einer großen Gruppe passiert mir das manchmal, weil ich nicht jedes Bild im Blick habe. Also mache dich in diesem Fall, wenn du jetzt ewig nicht dran gekommen bist, mach dich einfach selbstständig bemerkbar. Dann ist das eher ein Fehler, dass ich dich übersehen habe. Das waren schon die Regeln für heute. Ziemlich straightforward. Da kann ich mal wieder stoppen. Und dann würde ich einfach mal in den Business Tea starten. Heute ist das Thema ja, treffe bessere Entscheidungen. Ja? Als Unternehmer müssen wir eigentlich permanent Entscheidungen treffen. Es gibt neue Marketingmethoden, die man sieht vielleicht, oder welche Mitarbeiter stellt man ein, welche Produkte bringt man auf den Markt, wie trifft man eigentlich diese Entscheidung? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das reine Logik, wie man die Entscheidung trifft? Und es ist als Unternehmer manchmal gar nicht so einfach. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch oder so, aber unsere Werte können uns wahnsinnig gut dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Warum eigentlich? Weil wenn wir wissen, welche Werte wir haben, können wir da immer unsere Entscheidungen daraus ableiten. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, weil ein Wert, was ist ein Wert eigentlich, wenn ich den Wert zum Beispiel Freundlichkeit habe? Was hilft mir das eigentlich in meinem Business für Entscheidungen zu treffen? Ja? Aus diesem Wert kann man ein Prinzip machen. Der Wert ist erstmal was Abstraktes. Ja? Aber aus diesem Wert können wir ein konkretes Prinzip machen. Zum Beispiel, was bedeutet Freundlichkeit für mich? Dass ich zum Beispiel in meiner Firma nie negative Sachen oder die, sagen wir mal, Gift sind, kommuniziere. Ja? Alles, was ich kommuniziere, soll anderen Leuten helfen zu wachsen, ob das die Kunden sind, ob das die Mitarbeiter sind und so weiter. Das wäre ein konkretes Prinzip, was ich aus dem Wert Freundlichkeit ableite. Das heißt also, ich kann immer validieren in meinem Unternehmen, bin ich gerade meinem Wert treu? Bin ich gerade meinem Prinzip treu, wenn ich meinen Mitarbeiter zur Sau mache, weil er irgendwas zum Beispiel nicht richtig gemacht hat? Oder wenn ich einen hochgradig kritischen Artikel schreibe, wo ich andere Leute in den Dreck ziehe, mehr oder minder. Sowas sehen wir ja, das ist, jetzt würde jeder denken, aber wieso das macht, sowas macht man doch nicht, das macht doch keiner. Wir sehen es im Internet viel zu viel, dass zum Beispiel Themen beschrieben werden in einer Form, die nicht mehr mit konstruktiver Kritik zu tun haben, sondern eher das Gegenteil bewirken, sehr destruktiv. Ne? Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und wir haben ja eine ganze Stunde Zeit und ich finde es immer schön, wenn wir so eine kleine Gruppe sind, weil dann können wir quasi so richtiges Live-Coaching machen mit der Gruppe. Und ich würde das so machen, und zwar teile ich jetzt nochmal meinen Screen dafür, um euch nochmal kurz zu zeigen, wie es funktionieren soll.
Ich habe hier eine kleine Folie. Seht ihr das? Deine Werte. Hier habe ich jetzt mal ein paar Beispielwerte geschrieben. Ne? Es gibt aber noch ganz viele andere. Und hier überlegt jeder sich von sich einmal, was ist denn mein primärer Wert? Also nehmen wir mal insgesamt, jeder darf sagen, jeder sollte sich drei Werte aussuchen, die er hat. Kann also, vielleicht hat er jetzt gerade einen Zettel, wo er es draufschreiben kann oder irgendwie ein Online-Dokument oder so. Und jeder darf mal 2 Minuten nehmen, um sich zu überlegen, was sind denn eigentlich meine 3 wichtigsten Werte, die ich habe. Ein Beispiel, meine Werte sind Substanz, Authentizität und Klarheit. Das sind meine 3 Werte, die ich im Unternehmen habe. Und ich zeige euch auch die, wie ich die bei mir anwende. Was sind eure Werte? Nehmt euch mal 2 Minuten Zeit, schreibt die kurz nieder und dann werde ich euch erklären, was wir mit diesen Werten machen. Und wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie man das in eurer Firma anwenden kann. Ja, habt ihr da Fragen zu? Passt das? Schreibt euch gerne 3-mal Werte auf. Ich gebe euch mal 1 Minute. Markus, haben wir das schon mal zusammen gemacht? Das Thema Vision? Nee, wir zusammen nicht. Ich hab's Aber du hast es dir schon mal angeguckt, ja? Genau, angeguckt und ich glaube, irgendwo hast du mal einen Talk darüber gemacht. Ah ja, genau. Das stimmt, genau. Ich habe einen Workshop dazu gegeben. Das heißt, dieses Konzept ist dir nicht ganz fremd. Deswegen ist mir nicht ganz fremd, genau. Genau, würde ich gerne, total gerne mit dir anfangen. Ja. Ich mache mal die Screen-Übertragung wieder aus, dann können wir uns... So, dann sehe ich euch alle. Was ist denn, nehmen wir mal erstmal, also was, stell dich erstmal vor, wer bist du, wem hilfst du? Das vergesse ich immer wieder. Wem hilfst du und wo findet man dich im Netz? Genau, ich bin Markus und man findet mich im Netz unter den digitalen-ikonen.de. Ich helfe meinen Kunden, Kontakte oder wachstumsrelevante Kontakte zu generieren mittels Social-Media-Kampagnen. Also die Kontakte können sein, Personal zu finden, Teammitglieder, Businesspartner oder auch Kunden. Genau, und aus meiner Brille kann ich sagen, Markus macht das richtig gut, weil wir arbeiten da auch gemeinsam zusammen. Also kann ich hochgradig empfehlen, Markus. Dankeschön. Okay, was sind dann deine 3 Werte, die du hast? Ich habe mir jetzt spontan notiert Ausdauer, Empathie und Fairness. Mhm. Okay, so und jetzt sind, was ist dir jetzt der wichtigste Wert, mit dem du erstmal arbeiten möchtest? Jetzt gerade in dem Business-Team? Ausdauer. Ausdauer. Weil es der erste ist, den ich aufgeschrieben habe. Weil ist mir als erstes ins Auge gestochen. Hm. Ausdauer. Okay. Ausdauer ist ja jetzt erstmal ein abstrakter Wert. Ne? Das heißt, der nächste Schritt von dem abstrakten Wert müssen wir in ein Prinzip kommen. Ein Prinzip ist konkret und an diesem können wir uns ausrichten in der Firma. Und das können wir machen, indem wir 2 Sätze formulieren. Und zwar... Mein Unternehmen strebt an, Punkt, Punkt, Punkt. Und mein Unternehmen weigert sich, Punkt, Punkt, Punkt. Wie sieht der Satz aus in Bezug auf diesen Wert? Versuch das mal, Markus. Wie würde dieser Satz aussehen, mein Unternehmen strebt an? Mein Unternehmen strebt an, nicht locker zu lassen, bis die Ergebnisse stimmen oder so. Also ist jetzt nicht besonders sexy formuliert, aber ja. Genau, und wenn du sagst, nicht locker lassen, eigentlich für deine Kunden, ne? Also du machst ja mehr oder minder bezahlte Werbung über Social Media. Genau. Und da kann man sehr, sehr gut messen, wie die Conversion Rates sind. Und wenn sie nicht stimmen, dann willst du die Ausdauer haben oder du arbeitest so lange dran, bis die zufriedenstellend sind. Genau, richtig. So ist der Gedanke. Okay, das war in Bezug auf deine Kunden zum Beispiel. Kannst du das auch noch in Bezug auf irgendwas anderes nehmen? Auf mich selber zum Beispiel. Mhm, wie würde das?
Ja, oder auch für meinen eigenen Business. Also da gibt es ja auch immer wieder, kommt man an Punkte, in denen was nicht funktioniert, so wie man es sich vorstellt. Und dann kann man entweder das gleich wieder hinschmeißen oder vielleicht erstmal schauen, kann man da noch was dran verbessern oder was für Stellschrauben muss ich drehen. Ja, da zeigt sich dann eben die Ausdauer, wie lange bleibt man an der Idee dran und wann ist es der Zeitpunkt gekommen, an dem man auf eine andere Idee umswitchen muss. Genau. Also. Und dein Prinzip ist, dass du einfach diese Ausdauer mitbringst, diesen langen Atem und nicht sofort die Flinte ins Korn wirfst, wenn irgendwas nicht. Genau, ja, so sehe ich So, das. genau. Super. Wie würde der Satz bedeuten, wenn du anfängst mit, mein Unternehmen weigert sich? Okay. Mein Unternehmen weigert sich, ja, eben direkt aufzugeben, wenn irgendein Wert nicht passt. Also für den Kunden bezogen. Also mein Unternehmen weigert sich, nach 3 Tagen zu sagen, das funktioniert nicht, sondern ich versuche es erstmal weiter. Also Okay. eigentlich der gleiche Satz. Bloß negiert. Genau. Genau, das ist manchmal so. Manchmal sind die Sätze dann doch anders, ja. Zum Beispiel bei mir, mein Wert ist ja Substanz, ne? Und meine Firma strebt an, wirklich alle Materialien, also ob das Marketingmaterialien sind oder Produkte an sich, wirklich so aufzubauen, dass sie wirklich substanzhaltig sind. Das soll nicht dünn sein, ja. Da sollen die ganz viel rausziehen können. Und meine Firma weigert sich, Produktlaunches zu machen, also Produktlaunches irgendwie vorzuziehen, damit die Kohle schneller kommt, wenn die Substanz aber nicht stimmt. Also ich würde sogar einen Produktlaunch verschieben, wenn ich weiß, die Substanz ist noch nicht da. Das ist mein Wert, den ich habe. Genau. Da könnte ich zum Beispiel auch sagen, mein Unternehmen weigert sich, für Kunden überhaupt ein Projekt zu starten, wenn ich schon vorher sehe, dass der Kunde sich da was einbildet, von dem ich weiß, das wird nicht funktionieren. Solche Fälle gibt es auch. Das ist auch ein Punkt, wo ich sagen würde, da weigere ich mich dann. Also ich will nicht ein Projekt machen, nur damit ich jetzt Geld verdiene, wenn ich aber ganz genau weiß, das wird so nicht funktionieren, weil das kenne ich so und es geht nicht. Also, dass ich dann Okay, sage. das ist ja ganz wichtig, weil wir wollen ja in Bezug auf Ausdauer bleiben. Das heißt, dein Satz könnte noch beinhalten, diese Ausdauer bist du ja bereit anzuwenden, aber nur, wenn du weißt, dass dieses Produkt oder dieses Projekt es auch wert ist, weil du würdest nicht Genau. pauschal den Kunden immer sagen, lass uns noch weitermachen, lass uns noch weitermachen, zahl noch einen Richtig. Monat, zahl noch einen Monat, wenn du eigentlich für dich weißt, das Projekt ist es so nicht wert. Genau, das ist ein wichtiger Zusatz, weil sonst entsteht ja ein unzufriedener Kunde und ich weiß es im Prinzip schon vorher und Genau. deswegen weige ich mich da, das zu machen. Okay, super, Markus. Habt ihr das Prinzip soweit verstanden? Dann würde ich gerne mal zum nächsten übergehen. Tom, magst du da mal weitermachen? Gerne dein Mikro an. Ja, hallo. Hi, Hallo. erklär gerne nochmal, wer bist du, was machst du und wo findet man dich? Ich bin Tom Eberle, aus Weyern, südlich von München. Habe hier eine kleine Medienagentur. Wir produzieren hauptsächlich Webseiten, Medien für Schwerpunkt. Hier natürlich Tourismus, Immobilien und also für Audible die Hörbuchcover. So viel zu mir. Wo findet man dich? Ach ja, im Netz, es ist slim.de, slim mit 2 M, genau, meine Shame-Website. Ich habe aber angefangen. Ich bin dabei. Beim letzten Business Tea, sorry, nur mal für die anderen, beim letzten Business Tea haben wir herausgefunden, dass jeder Website-Shame hat. Oder? Ist es vielleicht So ein bei euch auch bisschen. so? Weil immer, wenn man fragt, wo findet man euch, dann gibt es oftmals den Zusatz, ja, das ist meine URL, aber ich bin gerade am Bearbeiten, ne? Also da wird bald was Neues sein. Das kriege ich immer zu hören. Es Okay, ist so. aber auch immer relativ kurzlebig. Also sagen wir mal, man ist dann zufrieden für ein halbes Jahr, für ein Jahr und dann geht es schon wieder los, dass man sagt, dann schiebt man es ewig raus und dann Das nach 3 Jahren stimmt. spätestens muss man dann doch mal anpacken. Ja, das stimmt. Gut. Was sind deine drei Werte, Tom? 3 Werte. Also ich habe mir aufgeschrieben, Achtsamkeit, Fairness und Effizienz. Genau in dieser Reihenfolge.
Achtsamkeit arbeite ich gerade daran. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über meinen Arbeitstag. Mit Kindern ist es halt ein bisschen, also ich habe nur eine gewisse Anzahl an Stunden, um wirklich produktiv zu arbeiten. Mit der Achtsamkeit ist bei mir auch so der Fokus, dass ich mich wirklich dass ich für einen Kunden, für ein Projekt wirklich einen ganzen Arbeitstag zur Seite lege. Nicht wie vorher immer, E-Mail kommt rein, schnell was dazwischen und so weiter. Und langsam trainiere ich meine Kunden auch drauf, nicht ständig mit einer Zwischenfrage anzurufen, sondern vielleicht eine Mail mit mehreren Stichpunkten, mehreren Fragen zu verfassen und an mich zu schicken, die ich dann abarbeiten kann. Also zurück zur Achtsamkeit, ist wirklich, also die Kunden profitieren ja auch davon, wenn man sagt, okay, ich bin heute den ganzen Tag für dich da, machen wir vielleicht auch mal so eine Konferenz und ich fokussiere mich komplett auf das Projekt, auf die Arbeit und ich mache so auch mein E-Mail aus, also da kommt kein Bing rein, mein Handy aus und dann kann ich wirklich konzentriert arbeiten. Also das steht bei mir ganz oben, mache ich jetzt so seit ein paar Wochen und es wirklich hat einen großen Effekt. Auch für mich persönlich, einfach so ein bisschen die Ruhe, der Fokus, die Konzentration auf die Sache, also da kommen tolle Sachen raus. Wie würde der Satz bei dir klingen, wenn du sagst, mein Unternehmen strebt an? Mein Unternehmen strebt an, sich komplett auf den Kunden und auf das Projekt einzulassen, fokussiert daran zu arbeiten. Mein nächster Stichpunkt, daraus folgt natürlich auch eine gewisse Effizienz in der Produktion. Und ja gut, ich will es da nicht vorgreifen. Ja gut, ja. Machen wir weiter mit, ich weigere mich. Ständig Zwischenfragen, Anrufe, irgendwelche Projektänderungen sofort umzusetzen. Also da wird, also wenn wirklich größere Sachen, Änderungen kommen, dann haue ich einfach einen kompletten Stopp rein. Vielleicht treffe ich mich nochmal mit dem Kunden und mache einen neuen Plan. Mhm. Eben auch mit der entsprechenden Zeitverzögerung des Projekts dann. Okay. Gut. Ja. Und jetzt mal, die Frage habe ich Markus noch nicht gestellt, aber ich stelle dir die Frage mal. Wie siehst du das Werte? Wie können dir Werte im Alltag wirklich helfen? Weil man denkt, man kennt das aus dem Konzern, ja, da hat der Konzern auch irgendwelche Werte, geschrieben, steht vielleicht irgendwo an der Wand, aber keine Sau lebt das. Philosophie. Genau. Webseite war sie immer mal, ja. Genau, aber wie kann dir das wirklich in deinem Unternehmen helfen, wenn du das auf dem Schirm hast? Also wirklich auf dem Schirm. Ja, das ist genau dein Hauptthema. Business mit Struktur. Ja. Das, die Struktur versuche ich eben gerade reinzubekommen und ich glaube, jetzt habe ich die Frage ein bisschen vergessen, den Faden. Wie helfen dir Werte in deinem täglichen Unternehmen eigentlich, in deinem Daily Business? Also wenn man sich über die Werte Gedanken macht und verinnerlicht und es gibt ja immer wieder Situationen mit Kunden, wo man so ein bisschen blank dasteht, kann man sich vielleicht, wie bei den 10 Geboten, du sollst nicht, genauso wenn es eben um in der Preisverhandlung geht, eben du sollst dich nicht zu billig verkaufen, dann mache ich es halt einfach nicht. Ich glaube, das ist, finde ich gut, dass du das ansprichst, man sollte sich wirklich so Grundprinzipien, Grundwerte festlegen und dann von diesen auch nicht abweichen. Genau. Oder zumindest, zum Beispiel Klarheit ist ja natürlich auch eine Sache. Ich finde eine Sache total klar. Mein Mitarbeiter, dem ich das gerade erzählt habe, der hat nichts verstanden. Ne? Also zumindest ist mein Anspruch, die Klarheit oder die Energie für die Klarheit immer reinzustecken. Das heißt nicht, dass sich das immer perfekt, also wir können unsere Werte im Alltag, wahrscheinlich im Eifer des Gefechts, nicht immer perfekt leben. Sonst wären wir auch perfekte Menschen, ja, auch als Privatpersonen. Aber zumindest ist dieser Anspruch da, dass wir danach streben. Ne? Und das Schöne an der Sache ist, wenn wir klare Werte haben, und da würde ich sagen, weniger ist sogar mehr. Also wenn du mehr als 3 Werte hast, dann wird es wieder schwierig, weil du hast sie nicht alle präsent.
Ja, natürlich, wenn ich drei Werte habe, heißt das noch lange nicht, dass mir Liebe oder Effizienz, dass das nicht meine Werte sind. Sie sind es schon, aber ich habe drei sehr präsente Werte, ja, die mir besonders wichtig sind. Und dann, egal was passiert, ich kann dann immer schnell überprüfen, für mich Substanz, Authentizität, Klarheit. Ist das authentisch? Und das ist auch interessant, weil viele Leute nehmen den Wort, nehmen den Wert Authentizität und sagen dann, Authentizität bedeutet eigentlich nicht, ich mache, was ich will, und wenn du eine andere Meinung hast, dann wäre das nicht authentisch, sondern sich wirklich Gedanken machen, was bin ich denn? Wofür stehe ich? Und ich habe bei mir selber schon mal gemerkt, wenn es zum Beispiel Zeiten in meinem Business gibt, wo ich vielleicht nicht so gut dastehe, weil Cashflow gerade Engpass ist oder so, dann habe ich mich selber schon ertappt, dass ich unauthentisch werde, aus einer Angst heraus, aus einem Druck heraus, ja, weil ich zum Beispiel eine Abhängigkeit zu einem Großkunden spüre und dadurch werde ich auf einmal nicht mehr authentisch. Ich lasse mir zu viel von ihm sagen. Ja, ja, lässt man sich verbiegen. Genau. Und da einfach vielleicht auch mal reflektieren, also ich weiß ja nicht, wer jetzt den Wert Authentizität genommen hat, ich habe das einfach nur bei mir persönlich gemerkt, krass, wann sind denn die Situationen, wo ich unauthentisch werde? Zum Beispiel, wenn ich einen Großkunden habe, der mehr als 20% meines Umsatzes macht, dann bin ich sofort von ihm abhängig. Dann hat er eine Macht über mich, ja, und ich lasse mich dadurch verbiegen. Ich mache viel mehr Zugeständnisse, als ich eigentlich bereit bin. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, okay, wenn ich diesen Wert Authentizität wirklich leben möchte, bedeutet das auch, dass ich keine Großkunden habe, von denen ich abhängig werde. Ja? Wenn es mal soweit ist, wie kommt man da wieder raus, ohne Brücken abzubrennen? Das hat fast, also zum Beispiel, ich kann das nur aus meiner... Also du hast eine Agentur, ich hatte ja vorher auch eine Agentur, eine Marketingagentur, und mir ist genau das passiert. Ich hatte einen Großkunden, der hatte auch einen tollen Namen. Ja, ich fand das super, dass der in meinem Portfolio war, und er hat über 60% meiner Einnahmen generiert. Der ist mir weggebrochen. Danach bin ich so krass ins Schlackern gekommen, ja, weil wenn dieser Cashflow von heute auf morgen weg ist, das kriegst du mit neuen Kunden gar nicht ersetzt, ja. Und das Problem war auch, dass meine ganze, also ich hatte diesen einen Großkunden und dann hatte ich so kleine Kleckerkunden. Und die Kleckerkunden, die habe ich, weil dieser Großkunde da war, und ich in meinem Geschäftsmodell hatte ich auch gar keine Kapazität, weil mein Geschäftsmodell war so aufgebaut, mit 5 oder 10 Kunden war ich sowieso bedient, ja. Weil ich nämlich gar nicht, hatte damals gar kein skalierfähiges Geschäftsmodell. Das war schon ein Problem, ja. Deswegen ist das so gekommen. Und da, das ist sowieso, also wenn du ein wertvolles Unternehmen haben möchtest, sagt man sowieso, es darf kein Kunde mehr als 20% deiner Umsätze machen. Dann passt was mit deinem Geschäftsmodell nicht. Interessant. Also man sieht, alles verwebt sich irgendwie so. Jetzt sind wir gerade bei einem anderen Thema, aber ist es sogar aus den Werten abgeleitet, ja, dass das nicht hinhaut. Ne? Alles gut. Da komme ich vielleicht dann persönlich nochmal auf dich zurück. Ja, vielleicht. Also nee, auf jeden Fall. Komm auf mich zurück. Okay, also das war jetzt gerade so ein kleiner Schlenker, aber man sieht, wie tiefgreifend Werte auch sein können und dass man da zum Beispiel Sachen erkennt, die in seinem Business nicht richtig funktionieren. Und bei mir bin ich darauf gekommen, Authentizität, das will ich leben, ich möchte mich nicht verbiegen, aber oh mein Gott, ich bin da abhängig von einem Großkunden. Passt nicht. Ja? Die Transition, um davon wegzukommen, hat ein bisschen länger gedauert. Das schafft man nicht von jetzt auf gleich. Ne? Aber zumindest hatte ich auf einmal die Erkenntnis, da stimmt was nicht. Okay, gehen wir mal, danke dir, Tom, gehen wir mal zum Clemens über. Schalte dir gerne dein Mikro frei. Super. Hi Clemens, wer bist du, was machst du und wo findet man dich? Ja, Gersenk, sagt man bei uns. Ich bin der Clemens Pfefferkorn aus Tirol, sitze in Innsbruck. Und bin beruflich gesehen so ein bisschen Gefangener zwischen zwei Welten. Denn einerseits designen und produzieren wir Leuchten- und Lampenschirme aus natürlichen Materialien, beispielsweise Heu, pures Almheu und Holz. Und das zweite Standbein, von dem ich eigentlich lebe, beziehungsweise leben sollte, ist eine Werbeagentur Unternehmensberatung, mit der wir produktorientierten Unternehmern helfen, durch strategisches Marketing Wachstum und Erfolg zu generieren, was auch immer das für den Kunden ist. Im Netz findet man uns unter von Wildheim
wildheim.com oder almut.wildheim.com. Aber Achtung, da werden Cookies gefeuert, wenn er schaut. okay. Meine Werte, die ich mir aufgeschrieben habe, sind einerseits auch Achtsamkeit, genauso wie der Tom. Und drückt sich ihm dadurch aus, Präsenz zu zeigen, also gegenwärtig eigentlich zu sein. So interpretiere ich das für mich. Immer wenn ich etwas tue, zu schauen, wie fühlt sich das, was ich gerade tue, an und auch hier präsent zu sein, nicht versuchen, in die Vergangenheit zu denken oder mit den Gedanken in die Zukunft zu schweifen. Auch für die Kunden natürlich, zuzuhören, da zu sein und aktiv zuzuhören. Auch achtsam mit meiner Zeit zu sein und meiner Energie. Denn der zweite Wort ist Freude, den ich mir aufgeschrieben habe. Und hat sich auf brutalste Weise auch gerade gezeigt. Ich habe eigentlich ein gutes Mandat am Montag gewonnen. Dienstag, zweites Meeting, gab es schon Konflikt, weil der Kerl schon ziemlich gefrustet ist von anderen Dienstleistern. Und ich habe gesagt, ich brauche diesen Auftrag nicht. Also entweder wir fokussieren uns darauf, respektvoll und achtsam miteinander umzugehen, oder ich überweise die Kohle zurück. Mhm. Wow, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Vor allem, wenn man meinen Kontostand kennt als Gründer. Aber es hat gewirkt, also insofern alles gut. Also Freude ist für mich ganz ein wichtiger Faktor. Mhm. Ah. Und der dritte Wert? Der dritte Wert, der ist nicht von deiner Liste runter, sondern es ist so einer, der, ich weiß gar nicht, wie man das als Wert ausdrücken kann, wir sagen, oder ich sage, es ist so, es muss menscheln dürfen. Ne? Was bedeutet das? Menschelen, der Mensch, ja, im Zentrum sozusagen der Aufmerksamkeit. Und Menschelen, es hat halt jeder so sein Paket, seine Macken, seine Ticks und seine Stärken aber auch. Mhm. Und bei uns, also wir sind zu dritt eigentlich in der Firma, und auch bei haben wir gemeinsam auch definiert, dass es um den Menschen geht. Und vor allem im Dienstleistungsbusiness sehr viel um den Menschen geht. Und deswegen ist es so ein Wert, um sagen, immer zu erkennen, dass es da auch um einen Menschen geht. Und der seine Geschichte mit sich trägt. Super. Genauso wie wir unsere Geschichte natürlich auch mit reinbringen in die ganze Sache. Und zu welchen dieser drei Werte würdest du jetzt gerne die zwei Sätze formulieren wollen? Ich versuche es mit Freude. Ja. Mhm. Wie ist es? Mein Unternehmen strebt an, die Dinge nicht nur zu tun und zu wissen, sondern es auch mit Freude zu tun. Okay, ganz wichtig, ja. Und sich selbst positiv für Freude zu entscheiden. Mein Unternehmen weigert sich, Dinge zu tun, die auf Dauer zu viel Energie, Zeit und Lebensfreude kosten. Mhm. Super. Und jetzt kann man sich nochmal überlegen, sollen das interne Prinzipien sein, die man nur intern kommuniziert, oder sind das Prinzipien, die kann man auch auf die Webseite tun, ne? Aber dann formuliert man sie wahrscheinlich anders, weil da das Interesse des Kunden auch noch wiedergespiegelt werden sollte. Zum Beispiel mit meiner Substanz, ja. Wenn ich sowas auf meiner Webseite, dann ist natürlich auch das Interesse des Kunden in diesem Satz drin, ne? Dass ich zum Beispiel, dass es mir wirklich wichtig ist, die Materialien substanzhaltig zu machen. Da hat ja der Kunde was davon. Also das kann man sich auch mal überlegen, sollen das interne Werte sein, die man nur kommuniziert, oder wollen wir sie so formulieren, dass wir sie auch nach außen tragen können? Dann wird sich an der Formulierung wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern. Ja? Magst du mir nochmal sagen, was bedeutet es für dich, oder wo glaubst du, ist dein Vorteil, wenn du klare Werte hast und Prinzipien, nach denen du in deinem Unternehmen danach leben kannst, jeden Tag? Was ist dein Vorteil dafür? Klarheit, denke ich auch, wie du's gesagt hast. Und dass man dann auch, wie es der Tom eigentlich auch schon gesagt hat, die Klarheit oder auch diesen langen Atem dann zu haben. Ich glaube, das ist den langen Atem zu sagen, nein, es ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die beste Entscheidung sein mag oder vermutlich nicht ist, mittel- bis langfristig ist es, weil es im Einklang mit meinen Werten ist. Genau. Und sehr gut. Das ist manchmal gut, glaube ich, wenn man gerade in schwierigen Situationen ist, zu sagen, einen kurzen Moment, glaube ich, innezuhalten und zu sagen, warte mal, was ist das, sind das meine Werte? Ja. Genau. Total gut. Gerade, also man kennt das ja im Eifer des Gefechts, wenn zum Beispiel ein Konflikt aufkommt, ja, dann reagiert man, je nachdem, was man für ein Typ ist. Ich kenne mich, ich habe jetzt schon gelernt,
runterzufahren. Ich war die, die sofort die E-Mail zurückgeschrieben hat. Ja. Damit habe ich alles noch viel schlimmer gemacht als vorher. Ich habe jetzt für mich schon gelernt, ganz böse Falle, Melanie, lauf lieber einen Block, eine Runde um den Block. Oder ich lasse manchmal, also wenn es richtig harte Sachen sind, weil manchmal kommen bei mir natürlich auch richtig harte Sachen, wo ich mich unendlich ärgere, auf den Tisch, da können sogar 2 Tage vergehen, bevor ich diese E-Mail beantworte. Ja? Weil ich darauf achten muss, mit einem kühlen Kopf an die Sache ranzugehen und nicht aus der Emotion heraus. Und ich habe bei mir gesehen, wenn irgendwas kommt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr scharf und destruktiv im Internet kritisiert werde, dafür bin ich auch ein Mensch, ne? Das kann ich nicht total abschotten bei mir. Also mit Haters habe ich es auch irgendwie noch, dass mich das ankratzt, weil das natürlich sehr viel Blut in meinem Unternehmen und sehr viel Willen, dass der Kunde wirklich was bei rauskriegt. Und wenn es dann Leute gibt, die es irgendwie nicht checken oder irgendwie Lust haben, mich zu ärgern, dann habe ich auch noch das Problem, dass ich mich leider manchmal ärgern lasse. Und dann aber zurückzutreten, hat der wirklich einen Punkt, seine Kritik? Ist das angebracht? Oder stimmt das mit meinen Werten eigentlich nicht überein? Und dann kann ich auch, wenn ich einen Schritt zurücktrete, sagen, das mag vielleicht seine Meinung sein, aber ich habe für mich reflektiert, das passt nicht zu meinen Werten, also kann ich es getrost liegen lassen. Und wenn er aber einen Punkt hat, im Sinne von, ja stimmt, das, was er gesagt hat, gehört eigentlich auch zu meinen Werten und ich würde davon profitieren, wenn ich das implementiere, dann kann ich das auch wunderbar annehmen. Ja? Also das sind so meine eigenen kleinen Struggles, die ich habe, wenn zum Beispiel ziemlich viel Feuer von außen kommt, was ab und zu manchmal passiert. Und dann aber zu gucken, steckt da was drin? Wird das meinen Werten helfen, noch klarer rauszukommen? Oder geht das sogar gegen meine Werte? Axel, ich würde dich gerne nochmal mit ins Boot holen. Du bist ein bisschen spät gekommen. Und zwar, ich schicke mal diese Grafik, glaube ich, kann ich in den Chat schicken. Ich gucke mal, ob ich das machen kann, ob man da einen Anhang reintun kann. Nee, das kann man nicht. Oder? Ich glaube, okay, ich kann dir leider keinen Anhang, also ich teile gerne nochmal, oder das brauchst du gar nicht. Denke mal an deine Werte, Axel. Suche dir 3 Werte aus, die du hast. Ich hatte eine kleine Liste, die kann ich dir gerade nicht zukommen lassen. Was sind deine 3 Werte? Und dann formuliere die 3 Werte in so einem Satz oder nimm dir nur einen Wert raus. Mein Unternehmen strebt an, Punkt, 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 und mein Unternehmen weigert sich, Punkt, 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 in dem Bezug auf diesen Wert. Du kannst das gerne jetzt nochmal von Felix anhören, den nehme ich gleich dran. Vielleicht hat Carla auch Lust, das zu machen, du bist ja jetzt da. Und dann, Axel, nehme ich dich zum Schluss dran. Ja? Dann gehen wir erstmal zu Felix über. Felix, stell dich gerne vor, wer bist du, was machst du und wo findet man dich? Ich bin der Felix und ich habe zusammen mit einem Partner eine Agentur für Webdesign und Webentwicklung. Man findet uns unter webografen.de. Das ist unser Name, die Webografen. Genau, ich hatte jetzt ja schon ein bisschen Zeit, das hier nebenbei vorzubereiten. Meine Werte sind Substanz, Effizienz und Fairness. Und ja, mein Unternehmen strebt an. Wir streben Kunden und Projekte an, mit denen wir fair und auf Augenhöhe arbeiten können. Dazu dienen unsere Prozesse und Standards. Mhm. Mein Unternehmen strebt nicht an. Weigert sich, ja. Wir wollen mit keinen Kunden arbeiten, die diese Werte nicht teilen und unsere vereinbarten Prozesse und Standards konsequent ignorieren. Gut, es ist doch wunderbar. Also Felix, wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen und du kennst zum Beispiel auch mein Willkommenspaket, was ich schicke, wenn ein neuer Kunde bei mir reinkommt. Dieses Willkommenspaket, also das ist übrigens, ne, das ist nur ein Dokument, aber das hat für mich ganz, ganz, ganz viel verändert. Weil nämlich, wie ist das, wenn ein neuer Kunde reinkommt? Wie boardet ihr den an? Das ist die perfekte Gelegenheit, um Erwartungshaltung zu klären. Ja? Alle Sachen, die später auftauchen, die man dann sagen muss, schlechter Moment, weil da ist das Kind schon fast im Brunnen gefallen. Aber gerade wenn der Kunde gerade gesagt hat, ja, wir arbeiten zusammen, dann ist er am meisten aufnahmefähig für Erwartungshaltungsmanagement. Das heißt, wenn ihr ein Willkommenspaket habt, wo drin steht, lieber Kunde, das kannst du von mir erwarten.
Punkt, 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 Punkt. Lieber Kunde, das erwarte ich von dir. Gehört dazu. Punkt, Punkt, Punkt. Kann man auch auf diese Sachen eingehen? Ja? Das ist der ideale Moment, um Erwartungshaltung zu kommunizieren. Genau. Magst du? Da arbeiten wir gerade stark dran. Ja. Super. Für mich war das Willkommenspaket ein totaler Gamechanger, als ich das eingeführt habe, weil der Kunde sich dann auch wahnsinnig gut abholt. Ja, der hat jetzt gerade gesagt, okay, ich gebe dir mein Geld. Der denkt bestimmt, und das wird er immer machen, war das die richtige Entscheidung? Er hat sich dafür entschieden, aber er fragt sich dennoch, war das die richtige Entscheidung? Ist mein Geld bei ihm gut aufgehoben? Ja? Und wenn man dann mit einem professionellen Willkommenspaket kommt, wo drin steht, das kannst du jetzt erwarten, das passiert jetzt in den nächsten Tagen, das sind die nächsten Schritte, die du machen kannst, wenn Probleme sind, dann hier und da melden oder so. Ja? Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Also Willkommenspaket, guckt doch mal beim Materialienshop bei mir, da habt ihr eine Vorlage auf der Webseite, falls ihr überhaupt nicht wisst, wie ihr das machen sollt. Da gibt es eine Vorlage bei mir. Okay, Felix, auch die Frage an dich. Wie glaubst du, können dir deine Werte, wenn du sie wirklich nicht nur irgendwie einmal aufgeschrieben hast und dann in die Versenkung gehen, sondern sie wirklich präsent hast, weil du sie zum Beispiel an der Wand geschrieben hast oder auf deinem Desktop-Hintergrund oder keine Ahnung. Was sind die Vorteile für dich, wenn du deine Werte präsent hast im Daily Business? Gibt einfach Klarheit und Konsistenz bei jeglichen Entscheidungen, egal ob privat oder geschäftlich. Genau. Genau. Sehr gut. Schön, ihr seid total toll, weil manchmal kriege ich so ein bisschen Backfire und dann, ja, ist doch sowieso nur Bullshit und geht sowieso in die Schublade. So ein ESO-Scheiß kommt manchmal dann, ne? Aber ich finde es total schön, dass für euch das auch so klar ist, was ihr davon habt. Also ganz toll, das zeigt einfach, dass ihr sehr bewusste Unternehmer seid. Ja? Also das ist mein Feedback von mir, was ich mitkriege in dieser Gruppe. Total schön. Gut, danke dir, Felix. Dann würde ich mal zu Carla übergehen. Wer bist du? Was machst du? Und wo findet man dich? Erstmal, dass ich jetzt das Vertrauen nicht wieder zerstöre aus der Gruppe. Ich hoffe, ich bin auch eine gute Unternehmerin. Genau, also ich bin Carla, ich bin Eventmanagerin. Und arbeite ortsunabhängig und habe halt so zwei Teile. Einmal sind es Kundenprojekte, wo ich halt einfach versuche, tolle Events zu gestalten, wo die Leute was mit rausnehmen können und einfach so dieses erfolgreiche Veranstalten, weil viele sich sehr auf das Event an sich konzentrieren, aber gar nicht überlegen, was im Vorfeld alles passiert. Und da versuche ich halt ein bisschen Struktur reinzubringen. Und das andere, was ich mache, sind eigene Projekte und das heißt Backpack Stories, weil ich nun mal sehr gerne reise. Und Eventmanagerin bin, habe ich mir überlegt, ich mache Events für Reisende. Und genau, da war ich auch gestern Abend, deswegen war ich gerade noch im Bed-Office, aber jetzt fand ich es so spannend, dass ich dachte, ich mische mich hier mal mit ein. Genau, und ich habe halt diese Übung auch schon mal gemacht mit den Werten, deswegen sind es jetzt keine, die ich bei dir gesehen habe. Aber bei mir ist es Unabhängigkeit, Freiheit, das ist so mein allerhöchster Wert, also persönlich wie im Business, und Vertrauen. Mhm. Und bei mir war das am Anfang so, dass, also kennt vielleicht jeder Selbstständige, man nimmt alles an, Hauptsache man hat irgendwie Geld, egal ob das ein Pauschalbetrag war oder was auch immer. Und der andere Grund war, weil die Veranstaltung sehr bekannt war und ich dachte, ach, wenn ich das jetzt immer da mache, kriege ich automatisch andere Kunden. Das heißt, ich war immer abhängig von wenig Geld für sehr viel Zeitaufwand, weil Eventmanagement ist halt einfach ein Riesenthema. Und teilweise arbeitest du auch einfach eine Woche am Stück für ein Event und kriegst am Ende dafür 600 Euro, weil du halt einfach schlecht verhandelt hast. Und das war halt so irgendwann, wo ich gemerkt habe, ich muss meine Werte nochmal definieren. Und dabei rumgekommen ist halt, mein Unternehmen strebt an, noch Kunden zu nehmen, die wirklich zu meinen Werten passen. Das heißt, entweder haben sie das Kapital dafür oder es ist halt weniger Zeit, aber das Geld muss stimmen. Und dass sie selbst gut unabhängig aufgestellt sind. Das heißt, kein E-Mail-Ping-Pong, es ruft mich niemand an. Wir haben halt dann Tools, wo wir das Projektmanagement machen. Und ich kann halt eigenverantwortlich arbeiten und die Entscheidung auch selber treffen und muss nicht immer in die Rücksprache gehen. Das dann wieder mit dem Vertrauen zusammenspielt. Also als Beispiel, ich bestelle halt für Kunden sehr viel Material und wenn ich jetzt jedes Mal fragen muss, darf ich für 1 Euro jetzt hier noch den Flyer bestellen, dann kommt man ja nicht weiter. Mhm. Und mein Unternehmen weigert sich wirklich jetzt Projekte anzunehmen aus Geldgründen, entweder weil ich Angst davor habe, dass
zu wenig Geld am Monat reinkommt. Oder aus Fame-Gründen habe ich es jetzt mal genannt, weil halt einfach das Event besonders ist. Und da muss ich natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, weil ich das immer durchziehe und durchhalte. Aber genau, das ist halt so das, wo ich versuche, mich gegen zu weigern. Mhm. Super, und auch die Frage an dich, wie helfen dir die Werte im täglichen Business, wenn du sie wirklich präsent hast? Ja, also was ich merke, ist, dass ich Sachen ganz neu beurteile, weil jetzt zum Beispiel wurde ich gefragt, ob ich für ein Event auch die Community managen möchte. Das wäre halt dann dauerhaft und mit täglichen Posts und all so Sachen. Das passt halt weder zu meinem Kompetenzthema, ich bin immer Eventmanagerin und nicht Community Managerin, und es ist für mich total total abhängig, ne? Weil ich ja eigentlich versuche, ja, dann zu arbeiten, wann ich will und nicht in so einem riesen Prozess zu hängen. Und also ich bewerte einfach meine Anfragen ganz anders. Sehr gut, ja. Ja, also ich würde alle Unternehmer bitten, dass sie sich überlegen, wer ist wirklich mein idealer Kunde, ne? Weil viele Unternehmer oder sagen wir mal Dienstleister, würde ich sogar behaupten, die, sagen wir nochmal, in einem Geschäftsmodell arbeiten, wo es einfach sehr schwierig ist zu skalieren, kommen nämlich solche Sachen, dass man irgendwie, weil man ja nicht weiß, wann die nächste Anfrage kommt oder so, ja, oder weil der Großkunde gerade abgesprungen ist, ja, dass man irgendwie alles annimmt und dadurch entsteht ein Rattenschwanz von Problemen. Und da wünsche ich mir eigentlich alle, dass sich alle Unternehmer wirklich genau angucken, wer ist mein Kunde, mit wem kann ich vernünftig arbeiten, wo haben beide Parteien was davon, ja? Weil manchmal, oder sagen wir mal so, die Dienstleistungsbranche ist eine wahnsinnig undankbare Branche, leider. Es ist immer meist so, Kunde ist König, soll er ja auch sein. Ich liebe meine Kunden und ich möchte denen alles geben, also ich möchte denen ganz, ganz viel geben, dass ich ihnen helfen kann, dass sie wirklich zum Erfolg kommen, aber nicht unter jeder Bedingung. Das ist der Unterschied. Ja? Ich habe meine bestimmten Grundvoraussetzungen, wie ich vernünftig arbeiten kann, und innerhalb dieses Rahmens sollen sie ganz viel kriegen, viel mehr, als sie eigentlich bei mir kaufen, also im Sinne von bezahlen. Ja, ich möchte immer Over-Delivery machen. Aber meine Grundbedingungen, wie ich vernünftig arbeiten kann, auf langfristiger Basis, muss ich mir schon klar sein, was geht und was nicht geht. Also was ist inbound und outbound, also out of boundaries, ja, und was ist in boundaries. Also was darf der Kunde wirklich machen mit mir und was nicht, was geht einfach nicht. Und dadurch ist es überhaupt möglich, dass ich langfristig auch einen Kunden zum Erfolg bringen kann. Weil wenn so viel Frustration aufgrund von Erwartungshaltungen, die auf beiden Seiten nicht stimmen, wenn diese Frustration entsteht, dann kann man sich auch nicht mehr helfen. Ja? Dann ist eigentlich keinem mehr geholfen. Okay, sorry. Ja, vielen Dank, Carla. Ich schweife manchmal ein bisschen aus. Tut mir leid. Jetzt würde ich zum Axel übergehen. Der Axel scheint ein festgefrorenen Screen zu sein. Bist du da, zu haben? Axel, bist du da? Ich bin da. Ja. Ich wieder da? So. Jetzt bist du wieder da. Hi. Hi. Korrigiere mich mal on the fly. Ich habe meine Werte sind Freiheit, ein bisschen, was Carla meinte, ich will nicht bei jedem Ding Rücksprache halten müssen. Kreativität, Wissen ist mir ganz wichtig. Ich fange mal mit der No-Liste an, das ist am einfachsten. Mein Unternehmen, ich weigere mich mit Menschen und Unternehmen zu arbeiten, die beratungsresistent sind und sich weigern, eine steile Lernkurve zu haben. Mhm. Kannst du mir dazu Feedback geben? Muss ich das irgendwie schleifen oder? Also definitiv, es gibt beratungsresistente Menschen, die gibt es einfach. Ja? Jetzt muss man sich aber auch überlegen, du musst aber trotzdem deine Hausaufgaben gemacht haben. Ja? Ich habe einen Blogartikel, den schicke ich euch vielleicht einfach nochmal. Da geht es darum, die fünf Bewusstseinsstufen. Ja? Mhm. Es gibt Leute, die sind sich über bestimmte Sachen, haben noch kein Bewusstsein dafür. Wenn du denen das sagst, verstehen die das gar nicht. Sie könnten jetzt beratungsresistent rüberkommen. Sie sind aber nicht bösartig beratungsresistent, sondern sie sind sich der Sache noch nicht bewusst.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde dieses Konzept vielleicht einfach nochmal darbieten. Es gibt die 5 Stufen. Unbewusst, das ist die allererste Stufe. Problembewusst, lösungsbewusst, produktbewusst und maximalbewusst. Und jetzt fangen wir mal von hinten an, weil es ist einfacher, von hinten das aufzuziehen. Maximalbewusst sind Menschen, die kennen dich schon, die haben mit dir schon gearbeitet, sie sind sich maximal bewusst, was du machst und sind deshalb auch total offen für neue Sachen. Markus, du bist maximal bewusst. Du bist schon ganz lange in meiner Welt. Wir haben schon zusammen gearbeitet. Ich bin auch für dich maximal bewusst. Wir haben schon zusammen gearbeitet. Wenn ich jetzt mit dir was Neues komme und sage, hey Markus, du stehst doch an dem und dem Punkt, ich habe da was Neues entwickelt, das würde dich bestimmt interessieren, dann guckst du dir das wahrscheinlich an. Weil du maximal bewusst bist, bist von meinem Service auch überzeugt. Ja? Perfekte Bewusstseinsstufe für Upselling oder Cross-Selling. Das ist diese Bewusstseinsstufe. Die davor ist die produktbewusste Stufe. Die kennen dich schon, aber sie haben noch nicht gekauft. Sie versuchen jetzt gerade die Entscheidung zu treffen, ich beziehe es mal auf mich, nehme ich die Melanie als Coach oder nehme ich den Stefan Merath oder es gibt noch ganz viele andere Coaches da draußen, wen nehme ich? Die sind jetzt gerade am Evaluieren, aber sie kennen die Melanie schon. In dieser Stufe muss ich kommunizieren, warum ich anders bin als die anderen. Ja, das sind diese ganzen Sachen. Axel, du kennst das Konzept mit den Hindernissen zum Beispiel. Warum sagt der Kunde, er will nicht kaufen? Ja, was hindert ihn alles daran? Diese ganzen FAQ-Sachen zum Beispiel. Diese Stufe ist perfekt dafür da, um eine richtig gute Verkaufsseite zu bauen, wo alles drinsteht, was der Kunde braucht. Die FAQs, was ist da drin? Wie wird die Zusammenarbeit funktionieren? Das braucht er, um diese produktbewusste Stufe zu schaffen. Ein Schritt davor ist lösungsbewusst. Er weiß, er hat ein Problem und er weiß auch, welche Lösung er hat. Nehmen wir mal ein Beispiel bei dir, Carla. Problem ist, dein Kunde will jetzt wirklich große Reichweite haben. Nicht mehr so eine Kleckerreichweite, sondern große Reichweite. Und er weiß, die Lösung für sein Problem ist, er muss ein geiles Event machen. Jetzt kennt er aber noch nicht Carla. Er weiß, er braucht eine Eventmanagerin oder einen Eventmanager, aber von Carla Fernweh hat er, von Carla Fernweh steht, wie ist dein Name nochmal? Vollert? Von Carla Vollert, entschuldige. Von Carla Vollert hat er noch nichts gehört. Das heißt, diese lösungsbewusste Stufe ist die Stufe, wo die SEOs ansetzen. Weil da tippen die was in Google ein. Eventmanagement-Agentur, Freelancer-Eventmanagement, weil er schon weiß, dass er genau das braucht, was du anbietest. Aber er hat von dir als Anbieter noch nichts gehört. Dann gibt es die Stufe problembewusst. Bleiben wir mal bei dir, Carla. Das Problem ist, dass er jetzt die maximale Reichweite, also wirklich groß, ja, massentechnisch haben will. Aber er weiß noch nicht, dass ein Event die Lösung dafür sein kann. Er denkt vielleicht noch, oh, ich brauche noch mehr SEO und ich brauche noch mehr irgendwas. Ja? Aber die Lösung Event ist ihm noch nicht klar. Und da kann man dann zum Beispiel, da setzen die Content-Marketer an und die sagen, sie schreiben dann einen Blogartikel, 15 Möglichkeiten, wie du deine Reichweite maximieren kannst. Und da könnte Carla zum Beispiel nämlich auch einen Blogartikel zuschreiben oder eine Podcast-Folge machen und da steht, du kannst SEO machen, du kannst Content-Marketing machen, aber Schritt Nummer 3, hast du schon mal über ein Event nachgedacht? Und übrigens, wenn das was für dich ist, hier bin ich. Ja, also alle anderen Lösungsoptionen geht man in dem Content-Marketing auch ein, aber man stellt sogar heraus, warum deine Lösung so viel besser oder geeigneter ist als die andere. Das ist die Phase problembewusst und lösungsbewusst ist manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Problembewusst erkennt das Problem, was er hat, aber er kennt noch nicht die richtige Lösung dafür. Bei der Lösung, lösungsbewusst weiß er schon, er braucht genau die Lösung, die du anbietest. So und ganz vorne die Stufe ist unbewusst. Da weiß er noch nicht mal, was er für ein Problem hat. Er hat irgendwie nur so ein Itch, so ein irgendwas passt nicht. Aber er weiß nicht mal, was das Problem dahinter steckt, Problem dahinter ist. Ja? Er weiß nicht mal, dass es an seiner Reichweite liegt.
Der weiß nur, oh, mein Business funktioniert nicht. Scheiße, irgendwie klappt das nicht. Oh, fuck, schon wieder kein Geld auf dem Konto. Er weiß aber nicht mal, woran es liegt. Und hier an dieser Stufe müssen wir noch mit solchen Sachen arbeiten. In meinem Fall zum Beispiel. In dieser Stufe, wenn diese Person in dieser Stufe ist, brauche ich von Strukturen überhaupt nichts sagen. Der hat da überhaupt keinen Kopf für. Deswegen schreibe ich auch Artikel wie du Stundensätze von 200 bis 600 Euro kriegst. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gesehen habt bei Let's See What Works. Das ist klassische, unbewusste Stufe. Diese ganze reißerischen Überschriften, ja, die man schon so gehört hat. Aber die Leute klicken das, weil die meisten Leute befinden sich in der unbewussten und in der problembewussten Stufe. Und die muss man abholen. Und wenn sie dann sich mit den Materialien auseinandersetzen, werden sie sich immer bewusster und irgendwann wird ihnen klar, oh, ich brauche Struktur. In meinem Fall jetzt. Oh, ich brauche einen Eventmanager. Jetzt bin ich bei dir ein bisschen auch ausgeschweift, Axel. Das ist eigentlich nur meine Antwort auf die Frage. Ja, ich kenne beratungsresistente Leute. Und wenn du sagst, wenn der partout nicht hören will, verstehe ich. Vorausgesetzt ist aber, dass du dieses Konzept dieser Bewusstseinszustände kennst und jeden auf seiner Stufe abholen kannst. Und wenn du dann noch sagst, der Typ will es einfach nicht verstehen, dann ist es so. Okay, ja, das kann ich gern gut einschätzen, ob sich vielleicht... Ich war eben in einem Call mit einem Kunden und ich übernehme ein Projekt, da ist 3-4 Jahre nichts gemacht worden. Und ich sage so, schick mir mal die Dateien, damit ich da das neu setzen kann und so, weil du hast keinen richtigen Auftrag mehr. Und der typische Fall, der Grafiker will die Original-PSD-Layer nicht rausrücken. So. Okay. Und das finde ich so, und dann habe ich dreimal höflich nachgefragt, so, warum nicht? Nee, das kann ich nicht machen und bla. Da denke ich so, Alter, das. Also, und dann kann ich mit den Techies telefonieren und sagen, oh, sorry, ja, wir haben 3 Jahre das Logfile nicht gelöscht und sagen, ja, machen wir jetzt. Also, der Fehler-Eingeständnis, das ist. Tue ich mich schwer mit. Also mein Unternehmen strebt an, kreative Lösungen anzubieten, um Kunden mehr Umsatz im Internet zu bringen mit ihren Produkten. Ob das jetzt dann SEO ist, ein besserer Social Post oder einfach nur Tech-Kram oder Offline-Flyer. Mein Unternehmen arbeitet mit solventen Kunden, die ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Und ich zeichne mich dadurch aus, dass ich mehr liefere als andere Dienstleister, als andere Lösungsanbieter. Also es gibt ja den Spruch, ne? Under promise or over deliver. Genau, also hier nochmal darauf achten, dass wenn ihr diesen Satz formuliert, dass er sich wirklich auf den Wert bezieht. Ja? Also das passiert manchmal, dass dann ein Satz rauskommt, der eigentlich, wo man nicht mehr genau weiß, wie bezieht sich das jetzt auf den Wert. Und also ich bin jetzt in einem Projekt der dritte SEO und ich habe jetzt in 2 Wochen mehr erreicht, als irgendwie in den letzten 2 Jahren passiert ist. Ja. Es ist jetzt ein Overdeliver, wo ich ein bisschen mit deinem Ansatz da Bauchschmerzen habe. Also wenn wir auch Beweisführung, Einwandbehandlung, ich kann ja von mir nicht behaupten, dass ich Overdeliver, weil das werden bestimmte Kunden so nicht sehen. Und selbst wenn, bin ich ja dem Kunden glaubwürdig, nicht glaubwürdig, weil ich ja keine Testimonials von Britta und Marcel habe, die darunter schreiben, ja, ich habe Projekt X mit ihm gemacht und das war so. Das heißt, was wäre so ein typischer, mein Unternehmen strebt an, Satz? Welchen Wert möchtest du jetzt nehmen? Freiheit. Nee, Kreativität.
Kreativität. Und jetzt musst du dir überlegen, was Kreativität bedeutet. Das ist ja eigentlich, Kreativität heißt ja nicht, ich kann einen schönen bunt malen, sondern Kreativität bedeutet einfach, neue Lösungen zu finden für Probleme, die es so noch nicht, die Lösungsansätze gab es vielleicht so noch nicht. Ja, das ist eigentlich kreativ. Zum Beispiel bestehende Sachen neu zusammensetzen, damit etwas Neues daraus entsteht. Mein Unternehmen strebt an, kreative Lösungsansätze zu finden mit den mit der Ausgangsbasis, wie der Kunde das mitbringt, zum Beispiel. Ja? Mhm. Es gibt ja auch Unternehmer, die sagen, also wenn du das und das und das und das und das nicht mitbringst, können wir gar nicht arbeiten. Mhm. Aber du machst dich davon, du machst dich sehr besonders dadurch, dass du kreativ mit den Sachen, die der Kunde einfach mitbringt, weil er da steht, wo er steht, anders, woanders ist er nicht, ja, kannst du tolle neue Sachen, neue Lösungen entwickeln für. Absoluter Mehrwert, hallo? Ja. Und wie würdest du das in Freiheit übersetzen? Oder das ist das zu allgemein? Also ihr müsst euch darüber Gedanken machen, was bedeutet Freiheit eigentlich? Ja? Zum Beispiel, das ist jetzt eine persönliche Definitionssache, mit dem Thema Freiheit habe ich meine Schwierigkeiten aus der ganzen digitalen Nomadenszene. Weil so wie ich das, Carla, da darfst du mir gerne widersprechen, ja, wenn du das anders siehst. Was mir da fehlt ist, ich kann das total nachvollziehen, wenn man vorher fremdbestimmt ist, dass man auf einmal selbstbestimmt sein möchte. Was ich in der Szene vielleicht manchmal mitkriege oder vielleicht verstehe es auch nicht richtig, kann auch sein, dass ich da einfach nur einen komischen Blick drauf habe, ist, dass da fehlt mir dieser Moment, alle wissen, wovon sie frei sein wollen, aber sie wissen nicht, wofür sie frei sein wollen. Ja? Da fehlt mir so ein Schritt noch. Also ich kann es verstehen, man will sich erstmal losreißen von der Fremdbestimmung, aber dann, worum geht es denn? Warum will ich die Freiheit haben? Wofür? Und ich glaube, und das ist jetzt meine persönliche Weltanschauung, muss nicht jeder teilen, aber wir alle sind eigentlich dazu da, um unsere Qualitäten in den Dienst für die Menschheit zu stellen. Das kommt mir manchmal zu kurz bei dem Thema Freiheit. Also nicht wovon, ich kann es nachvollziehen, aber wofür will ich die Freiheit haben? Ja? Das heißt, da muss man vielleicht noch ein bisschen reflektieren, was bedeutet dieser Wert für mich eigentlich? Und wie kann ich ihn dann in diesen Satz formulieren? Deswegen kann ich das nicht pauschal für dich beantworten, Axel, weil ich glaube, meine Definition von Freiheit ist eine andere, vielleicht als du die hast. Tom möchte was sagen. Ja, da möchte ich vielleicht dem Axel möchte ich was hinzufügen. Dieses Streben nach Freiheit oder auch Glückseligkeit ist eigentlich für mich eher so ein Beiprodukt. Also wenn man alles richtig macht, entsteht die Freiheit und die Freude und das Glück. Macht das Sinn für dich? Ja, es macht Sinn. Ich hatte sogar einen Coach, der das ganz krass meinte, Disziplin bringt Freiheit. Struktur und das, Freiheit. Ja, das ist erstmal total krass, aber würde ich jetzt, ich habe das jetzt gemacht, aber die Steuer zum Beispiel, so der das immer schiebt versus der dann sagt, das ist der Erste, jetzt wird es gemacht, der hat ja viel mehr Raum, aber erstmal tough, ja. Also ich würde da einfach sagen, mach dir wirklich Gedanken, was Freiheit für dich bedeutet, weil ich glaube, da müssen wir erstmal jeder eine Antwort für uns finden, damit wir dann sagen können, wie kommen wir denn eigentlich dahin? Wie gesagt, Freiheit bedeutet für mich eigentlich, also ist mein persönlicher, da würde ich sogar sagen, Freiheit ist für mich nicht das richtige Wort, sondern es geht um Autonomie. Ich möchte autonom sein. Autonom bedeutet, niemanden anderen zur Last fallen zu müssen, weil ich nicht alleine funktionieren kann. Das ist wichtig für mich. Das ist meine Freiheit, meine Autonomie. Deshalb möchte ich mein eigenes Business haben. Deshalb möchte ich nicht abhängig sein von einem Kunden. Deshalb möchte ich nicht emotional abhängig sein von Freunden zum Beispiel, ja, weil ich ohne sie nicht alleine funktionieren kann oder so. Es gibt ja auch auf verschiedenen Ebenen. Es gibt die physische, finanzielle Ebene vielleicht, aber es gibt ja auch die geistige Ebene oder die emotionale Ebene, ne? Da können ja auch Unfreiheiten entstehen.
ich schaffe es, mich nicht von meinem Partner zu trennen, obwohl wir uns seit 5 Jahren schon nicht mehr lieben oder sowas, ja, weil ich nicht alleine funktionieren kann. Also gut, jetzt wird es ziemlich philosophisch. Machen wir da mal einen Stopp. Ich glaube, das mache ich beim Business-Team immer so. Eine Runde kurz mal rum. Die Essenz von heute in einem einzigen Satz. Was nimmst du aus dem Business-Team heute mit für dich, Felix? Dass ich auf jeden Fall das Thema Werte und was sie für uns bedeuten und definitiv auf unserer To-Do-Liste aufnehmen sollte. Ja. Also das Thema ist mir schon länger bewusst und so, aber ich habe da noch nie, also es wirklich in Angriff genommen. Ja. Ja, okay, ich danke dir, Felix. Gehen wir mal zu Markus über. Ja, bei mir ist es auch ähnlich, dass ich das Thema Werte einfach mal durchgehe für alle Einzelnen, die ich mir hier notiert habe, so wie wir es eben gemacht haben und dann schaue, wie ich das besser implementieren kann oder wo ich irgendwelche Formulierungen oder Gedanken da noch besser dran anpassen kann. Mhm. Super, danke dir. Tom, was nimmst du mit aus dem heutigen Business-Team? Ja, das Thema Werte finde ich ganz spannend. Werde ich mir sicher auch noch mehrere Gedanken drüber machen und auch wirklich verinnerlichen und anwenden. Also es ist ja oft, wie du auch vorher gesagt hast, oft wird es einmal ein bisschen schwierig mit dem Kunden oder es sind Verhandlungen. Einfach nur, dass dann so ein kleines Fleckchen, so ein Fähnchen hochgeht im Kopf und sagt, ah, hier geht es an meinen Wert Fairness, zum Beispiel bei Preisverhandlungen. Dann einfach nur, dass man vorbereitet ist. Also finde ich auch gut und ich werde es auch in Schriftform irgendwo bei mir in meiner, wie ist diese Mappe, die du hast? Im Willkommenspaket irgendwo. Willkommenspaket, genau. 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 Danke. Sehr gerne. Ja. Carla, was ziehst du dir raus heute aus dem Business-Tea? Genau, also auf jeden Fall Werte verinnerlichen, aber vor allem auch kommunizieren, weil ich glaube, dadurch ziehst du direkt auch deine Wunschkunden an. Super, sehr klar und knackig. Danke dir. Axel. Ich nehme mit, dass ich noch klarer werden muss in die Richtung, wo ich hin will und nicht, wovon ich weg will. Und dass ich eigentlich viel mehr Mut haben kann, zu kommunizieren, wo es hingeht, als zu gucken, so wer soll mich jetzt mögen oder was soll wer von mir denken. Super. Dann danke ich euch heute wieder für diesen tollen Business-Team. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt erstmal auf der Nomad-Cruise nächste Woche in Richtung Brasilien. Tom, du auch? Nee, du nicht. Okay. Nein, leider nicht. Ich habe es mir angeschaut. Sieht super aus, die Webseite. Ich habe mich dann nur gefragt, das sind diese ganzen, wie kommt man wieder zurück? Wir sind dann einen Monat lang in Brasilien und fliegen dann für einen Monat nach Südafrika. Also ich bin jetzt eine Weile unterwegs, ja. Okay, gut. Ja, gute Reise. Danke. Also es wird wahrscheinlich im November etwas ruhiger werden für mich. Da werdet ihr nicht so viel von mir hören. Aber dann mit Zeitverschiebung im Dezember dann auf jeden Fall wieder. Ich entlasse euch gerne an diesen kalten Novembertag und wir sehen uns definitiv online alle wieder. Bis dann. Tschüss.